Hallo Peter, schön, dass du hier im Videointerview mit mir bist. Willkommen. Hallo Sandro, danke für die Einladung. Wir wollen uns heute unterhalten über deinen Fall, wie es dir erging mit Familienrecht und Jugendämtern. Du sitzt in Österreich. Das ist mal eine andere Perspektive, weil wir auf Freifarm hauptsächlich über Fälle in Deutschland bisher berichten. Aber das ist in Österreich und der Schweiz nicht viel anders. Vielleicht können wir uns auch da ein bisschen drüber unterhalten. Aber es erzählt doch mal am Anfang ganz kurz, was der Stand der Dinge bei dir ist, mit Kind sehen, mit Beziehung und damit wir einen Überblick haben, was jetzt gerade los ist in deinem Leben, was so das Familien- oder Trennungsfamilienleben angeht. Der aktuelle Stand ist so, dass ich meine Kinder nicht sehe, und ich auch geschieden bin. Der kurz gefasste Hergang ist so, dass im April 2018 die Kindesmutter, also meine Ex-Partnerin, die Kinder nicht mehr zum Übergabepunkt für die regelmäßigen Kontakte gebracht hat. Das hat zu dem Zeitpunkt niemand gewusst. Ich habe mich dann informiert. Das Gericht hat dem dann auch nachträglich zugestimmt, dass auf Basis der Stellungnahme vom Jugendamt, dass die Kinder mich nicht mehr sehen sollen. Und ja, es gab dann noch begleitete Kontakte. Das sind halt diese Kontakte, wie man sie auch in Deutschland kennt, alle 14 Tage für ein, zwei Stunden unter Begleitung einer Person, die das beaufsichtigt, entweder von behördlicher Seite, es gibt aber auch private Organisationen, die das machen. Und im Zuge dieser begleitenden Kontaktrechte ist auch die Beziehung zu meinen Kindern immer weniger geworden. Und nachdem dann ein psychologisches Gutachten zu mir und meinen Kindern und den Interaktionen zwischen uns festgestellt hat, dass die Kontakte weiterhin so gering ausgeführt werden sollen und die Kinder nicht bei mir übernachten sollen, habe ich dann emotional die Kraft verloren und habe eigentlich alles hingeschmissen und konnte auch keine Verhandlungen mehr führen, habe meinen Job von Vollzeit auf Teilzeit reduziert, auch auf Anraten meines Arbeitgebers, weil ich einfach nicht mehr arbeitsfähig war. Ich konnte nicht verstehen, wie es dazu kam, mit so einer kurzen Interaktion und so wenig, wie die Psychologin über mich und die Kinder erfahren hat, davon schließen kann, dass ich eine Gefahr für meine Kinder bin. Und habe dann auch den Kontakt zu meinen Kindern abbrechen müssen, weil ich jedes Mal, wenn ich von meinen Kindern zurückkam, meine Familie mich auffangen musste, emotional. Ich war nicht in der Lage, den Haushalt zu führen, zu reden. Ich habe extrem viel geweint. Ich war depressiv in der Zeit. Ich hatte psychologische Betreuung. Ich habe auch ganz kurz eine Art Antidepressiva, waren das, glaube ich, erhalten von meinem Psychologen. Und in der Zeit ist dann der Kontakt auch abgerissen. Man muss sagen, auch von meiner Seite, also ich habe die Kraft nicht gehabt, dorthin zu gehen, so zu tun in diesen ein, zwei Stunden, als wäre nichts, den Kindern eine heile Welt vorzuspielen und nachher dann emotional und auch körperlich eigentlich zusammenzubrechen. Und ja, das ist seit Oktober 2018, sehe ich jetzt meine Kinder aus dem Grund auch gar nicht mehr. Und warum bist du denn angeblich ein gefährlicher Vater für deine Kinder, dass du die nur unter Bewachung sozusagen sehen durftest? Also um das ganze Konvolut an Fehlern oder vorsätzlichen Falschhandlungen, die da passiert sind, hole ich wieder aus und gehe zurück auf den Anfang 2018. Hier hat die Stellungnahme vom Jugendamt an das Gericht mitgeteilt, dass die Kinder bei der Mutter weinen. Also die Jugendamtmitarbeiterin ging zur Mutter ins Haus, während die Kinder dort waren und hat daraus eine Stellungnahme an das Gericht gesendet, wo drinnen steht, die Kinder würden bei der Mutter weinen.
Und es gab aber keinen Kontakt zu mir. Und hier war auch der Punkt, wo das Gericht diese Stellungnahme vom Jugendamt übernommen hat, in dem Beschluss, dass ich die Kinder nicht mehr sehen soll. Das war für mich unverständlich. Und ich habe dann auch ein weiteres Detail. Ich habe dann auch die Volksanwaltschaft. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland heißt, aber das ist eine verfassungsrechtliche Behörde, die die Befugnis hat, Prüfverfahren über andere Behörden einzuleiten, um festzustellen, ob dort etwas schiefläuft. Und es gab auch ein Prüfverfahren der Volksanwaltschaft zum Jugendamt, welches meinen Fall behandelt hat. Und hier wurde auch das Maximale, was die Volksanwaltschaft tun kann, eine Mängelrüge ausgesprochen. Also es gibt keine Weisungsbefugnis, so heißt das ja, eine Mängelrüge ausgesprochen und dass sich das Jugendamt ändern muss, weil ich nicht vom Jugendamt berücksichtigt wurde, weil zum allergrößten Teil die Aussagen der Mutter ausschlaggebend waren, dass hier das Gericht annehmen musste, es muss die Kinder von mir fernhalten. Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, was hat denn das Jugendamt und das Gericht dann in der Folge behauptet, warum deine Kinder weinen und wieso die deshalb Abstand zu dir brauchen oder beziehungsweise euer Kontakt überwacht werden muss? Ja, also die Aussage war, dass die Stresssymptome, die die Kinder bei der Mutter zu Hause zeigen, dass die von mir ausgelöst wurden. Man muss aber da dazu sagen, dieser Schluss auf diesen Stress, der von mir ausgelöst wird, den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber das Ausschlaggebende ist, dass das Jugendamt weder telefonisch Kontakt zu mir gesucht hat, noch bei mir vor Ort war und schon gar nicht eine Interaktionsbeobachtung mit meinen Kindern gemacht hat. Ich habe dann nämlich versucht, den Kontakt mit dem Jugendamt herzustellen und habe denen Bilder gezeigt und Videos von mir und den Kindern im regelmäßigen Kontaktrecht, wo sie auch bei mir übernachtet haben, wo es dargestellt war, dass die Kinder glücklich bei mir sind, sich entwickeln können, körperlich als auch geistig. Ich habe extrem viele Videos und Bilder von Spielsituationen, also es gab keine Belastungssituationen, die bei mir waren, die über das normale Maß von Interaktion zwischen Eltern und Kindern hinausgeht. Also wenn man muss als Elternteil Kindern, auch wenn sie damals 3 und 5 waren, Grenzen aufzeigen und das war im ganz normalen Ausmaß. Aber das Jugendamt arbeitet hier, so wie man es halt kennt, dem Gericht entgegen und sagt, dass man einen kurzen Weg findet, das Ganze abzuschließen. Der Vater ist der Schlimme, der Böse. Und die Beobachtung vom Jugendamt wäre, dass ich ausschlaggebend bin, dass es den Kindern bei der Mutter schlecht geht. Okay, wie muss ich mir das vorstellen? Das Jugendamt, also eine Person, eine Frau, war bei deiner Ex-Frau und dann haben die Kinder plötzlich angefangen zu weinen und dann ist sie gegangen und hat diesen Bericht geschrieben oder haben die Kinder was gesagt? Hat die Mutter etwas gesagt der Kinder? Gibt es dann noch mehr Informationen, wie denn die zu diesem Schluss gekommen sind vom Jugendamt? Nein, es steht sogar explizit in dieser Stellungnahme drin, dass die Kinder nichts sagen konnten. Die Kinder wären nicht in der Lage gewesen, etwas zu sagen und haben aber nur geweint. Und eigentlich der Inhalt, warum die Kinder belastet sind, wurden rein aus den Aussagen der Mutter in die Stellungnahme niedergeschrieben. Und die Stellungnahme ist sozusagen, wenn das Gericht eine Stellungnahme vom Jugendamt in Österreich beauftragt, sagt das Gericht damit, ich habe keine Kompetenz, die Situation zu bewerten und hat eigentlich dann auch keine Wahl, wenn zurückkommt die Stellungnahme vom Jugendamt, etwas anderes zu tun, als das, was das Jugendamt schreibt, außer es ist grob, es ist offensichtlich ein Fehler passiert. Ja. Lass uns doch mal in diesem einen Moment bleiben und erstmal nicht bewerten, was das Jugendamt da wieso mit dem Gericht macht, sondern also was hat denn dann das Jugendamt aus dem Mund der Mutter vernommen, weshalb denn du die Belastung für das Kind seist? Es ist so, es steht so wortwörtlich, es ist jetzt da schon länger her, aber dass ich mit den Kindern ausdiskutiere, warum wir nicht alles Spielzeug, was bei der Mutter ist, was ja, wie ich aus dem Haus ausgezogen bin bei der Trennung, dass ich nicht das ganze Spielzeug kaufen kann, weil es nicht in meinen Möglichkeiten liegt, jetzt da
in der neuen Wohnung, die ich zahlen muss und die ganzen anderen Umstände, die mich finanziell belasten, nicht einen 500-Euro-Wagen kaufen kann, mit dem sie herumfahren. Es war einfach finanziell nicht möglich. Und die Aussage der Mutter war, dass das die Kinder belastet, dass ich mit den Kindern darüber spreche, warum wir nicht das, die Auswahl von Spielzeug bei mir haben, die auch bei der Mutter vorhanden ist. Das war einer der vielen Gründe. Gründe waren auch, und ich weiß nicht, warum das denn mit den Kindern zu tun hat, weil ich mit den Kindern darüber gesprochen habe, ob sie bei mir übernachten wollen zu den Osterferien und wie viele Nächte das sein sollen. Das wäre laut Aussage der Mutter keine nicht bei den Kindern zu erfragen. Und ich würde die Kinder mit diesen Fragen belasten, ob sie bei mir sein wollen. Weil das wurde leider bei der Scheidung nicht ausverhandelt, wie diese Ferienkontaktrechte aussehen. Und deswegen habe ich auch mit den Kindern als erstes darüber gesprochen. Und das wurde mir zur Last gelegt. Also ganz normale Alltagssituationen, die man mit Kindern bespricht, sind hier auf ganz schiefe Art und Weise so ausgelegt worden, dass es die Belastung bei den Kindern verursacht. Okay, und das Jugendamt hat dann das für bare Münze genommen und nicht für den Quatsch einer Mutter gehalten, die sich an ihrem Ex-Partner rächen will, irgendwelche pseudopsychologischen Schwafeleien von sich gibt, sondern das Jugendamt hat da in die Vollen gegriffen, hat die Mutter wahrscheinlich für hochglaubwürdig, hochkompetent eingeschätzt, ja, und dem Gericht dann 1:1 wiedergegeben, was die Mutter sagt, und das dann auch als die Meinung des Jugendamts dann weitergegeben. Ja, natürlich. Ja, genau. Also das Jugendamt hatte gar keine andere Möglichkeit, als so zu handeln, wie du es gerade beschrieben hast, weil das Jugendamt diese Information aus einem, ich glaube, das war nicht einmal eine Stunde, der Besuch bei der Mutter zu Hause erfasst hat. Es gab sonst keine Untersuchungen, es gab keinen Kontakt zu mir, es gab keine Interaktionsbeobachtung zwischen mir und den Kindern, es gab keinen größeren Kontakt zu den Kindern als dieser kurze Kontakt bei der Mutter zu Hause. Okay, ich kenne ja viele Fälle und genau der gleiche Schwachsinn passiert in allen Fällen, dass das Jugendamt mit einem Elternteil sich verbündet. Meist ist es die Mutter. Warum? Die Motivation dahinter? Wahrscheinlich, weil viele denken, Kinder gehören einfach zur Mutter, vor allem wenn sie noch jünger sind, unter 12. Egal, lassen wir mal dahingestellt. Das heißt, eine Jugendamtsleiterin trifft sich mit der Mutter, die Kinder weinen, es ist eine hochemotionale Situation bei der Mutter. Die Mutter erzählt, wie schlimm der Vater ist, die Jugendamtsmitarbeiterin glaubt der Mutter und dann hilft die Jugendamtsmitarbeiterin der Mutter und dann ist der Vater natürlich der Schlimme, weil die Väter sind doch immer die Schlimmen, oder? Also ich kann das so verstehen, wie du das ausdrückst. Ich muss nur korrigieren in deiner Aussage, es ist nicht die Motivation für Mütter oder gegen Väter, da ich festgestellt habe in den 2 Jahren, wo ich jetzt ohne, also in der Trennung bin und ein Teil davon ohne meinen Kindern auskommen muss, dass hier auch im wesentlichen Anteil Frauen betroffen sind. Also die Motivation, die ich anfänglich vermutet hatte, hier eine Richterin zu haben, eine Jugendamtsmitarbeiterin, eine Gerichtsgehilfin, dass hier gegen Männer, dass hier Anti-Männer-Einstellung vorherrscht, die habe ich nicht bestätigen können in meiner bisherigen Erfahrung, weil ganz viele Mütter auch betroffen sind. Also wo Mütter genau in der Rolle sind, in der ich mich jetzt befinde. Es gibt verschiedenste Motivationsgründe, die man vermuten kann dahinter. Schnelle Abarbeitung von Fällen, Bestätigung im Beruf, wenn man einen Elternteil wegdrängt, weil das ist das Einzige, was das Jugendamt ja sozusagen erwirken kann, die Bestätigung darin zu sehen, ich habe was erreicht mit meiner Arbeit, ich habe da konkret eine Situation geschaffen, die anders ist wie vorher, also ich habe was verändert sozusagen, dass das eine gewisse Bestätigung ist, ja, wir sind guter Jugendamtsmitarbeiter, wir brauchen das Personal, wir brauchen das Budget, einfach um diese Veränderungen, die wir bis jetzt schaffen, auch sonst schaffen können. Und es ist in Österreich auch so, dass die Justiz stark überlastet ist. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber meine Familienrichterin, die auch meine Scheidung und alle anderen Verfahren betreut hat, weil das ein kleines Gericht ist,
Das ist die Gerichtsvorständin, also die Verantwortliche für dieses Bezirksgericht. Ich glaube, bei euch heißt das Amtsgericht, also die unterste Instanz. Die sind natürlich dafür verantwortlich, ob das Gericht funktioniert. Und das Gericht funktioniert nicht, wenn es sich jahrelang mit Fällen beschäftigt und schaut, dass die Eltern gleichberechtigt Kontakt mit dem Kind haben, sondern Fälle werden schnell abgeschlossen, wenn ein Elternteil vom Kind entfernt wird und dem irgendwann die finanzielle und auch die körperliche und geistige Kraft ausgeht. Aber das sind alles Vermutungen. Ich wollte damit nur sagen, es ist bei uns nicht so, dass nur Männer von den Kindern weggedrängt werden durch Jugendamt und Gerichte, sondern im wesentlichen Fall auch Frauen. Also es gab einen Termin bei einem höheren Politiker bei uns in Österreich. Da waren wir 10 Personen und ich war der einzige Mann. Sonst waren nur Frauen, die von ihren Kindern ferngehalten werden. Interessant, ja, ich stimme dir grundsätzlich zu. Ich meine, es gab ja von der FDP eine Anfrage im Bundestag und die hat ergeben, dass in 90% der Sorgerechtsstreitigkeiten dann die Mütter die Kinder zugesprochen bekommen. Also das ist wahrscheinlich so ungefähr das Verhältnis 9 zu 1. Deshalb ist es umso überraschender, was du gerade erzählst, dass das Verhältnis genau andersrum war, da bei dem Termin, den du gerade erwähnt hast. Also dass 9 Frauen betroffen sind, Mütter und ein Vater mit dir da vor Ort war. Ob das jetzt repräsentativ ist für Österreich, weiß ich nicht. Und es spielt auch im Endeffekt, wie du auch sagst, keine Rolle, weil wir wissen ja aus der Psychologie und auch aus dem Recht, ja, also Europäische Menschenrechtskonvention, Kinderrechtskonvention, Kommentare dazu, dass Kinder eigentlich beide Eltern haben sollten. Und da Also, wenn da jetzt irgendwelche ideologischen Vorstellungen dahinter sind oder traditionelle Vorstellungen, sagen wir mal, ein Kind sollte zur Mutter, ja, oder ich kenne auch Mütter, die das Wechselmodell wollen und es genau deshalb nicht kriegen, ja, weil vielleicht die Vorstellung, dass ja, dann ist sie eine schlechte Mutter, sie muss ja eigentlich die sein, die hauptsächlich sich ums Kind kümmert. Oder ob das jetzt Überlastung ist von Gerichten, Jugendämtern, die dann sagen, ja gut, machen wir halt kurzen Prozess. Nehmen wir die Kinder in einem Elternteil weg und dann bricht er zusammen, wie du es ja geschildert hast in deinem Fall. Und dann ist das Problem für uns erledigt. Ja, dann ist der Streit sozusagen durch die normative Kraft des Faktischen beendet. Egal, es ist immer unmenschlich. Es ist immer gegen die Bedürfnisse der Kinder. Es ist widernatürlich. Und es ist ein himmelschreiendes Unrecht. Und deine Schilderung erlebe ich ja mehrfach in Deutschland, auch von Österreich kenne ich Fälle aus der Schweiz. Es läuft immer nach dem gleichen Schema ab. Und da die Frage an dich, fühlst du dich so, dass du da quasi nach einem Schema weggearbeitet wurdest? Also ich muss sagen, ich habe probiert, immer wieder eine neutrale Sicht auf die ganze Situation zu bekommen und habe meine Fehler gesehen und die Fehler meiner Ex-Partnerin, und die Auswirkungen auf die Kinder, auch nach der Trennung. Aber ich bin nie auf den Punkt gekommen, wo ich mit reinem Wissen sagen könnte, es ist gerechtfertigt, dass meine Kinder von mir weggenommen werden. Es gibt keine körperliche Gewalt, es gibt keine Drogen, es gibt keinen Alkohol, es gibt keine Sucht, es gibt keine dieser schweren, wiegenden Faktoren, die wirklich es rechtfertigen, Eltern von Kindern zu trennen, weil es mehr schädigend ist, die Eltern bei den Kindern zu lassen, als dieser Verlust für das Kind, einen Elternteil zu verlieren. Also ich habe viel und lang darüber nachgedacht und diesen Punkt habe ich nie erreicht. Das Zweite ist auch, dass ich die Bestätigung von dem Volksanwalt, das ist ja keine Partei, die jetzt das war ein großer Zufall und ich hatte viel Glück, haben mir viele Personen gesagt, die sich auskennen, dass die Volksanwaltschaft, also diese das verfassungsrechtliche Aufsichtsorgan in Österreich, dass das überhaupt bei mir festgestellt hat und bereit war zu sagen, hier ist ein Fehler passiert beim Jugendamt. Das Jugendamt hat eine Stellungnahme verfasst und diese Stellungnahme hatte Inhalte, auf die nicht schlussgefolgert werden durfte, aufgrund der fehlenden Informationen, aufgrund der fehlenden Kontakte zum Kind, aufgrund der fehlenden,
oder gänzlich fehlenden Kontakte zum Vater war es nicht möglich, so eine Stellungnahme zu verfassen, die dann auch zu einem Beschluss geführt hat, zur Trennung von Vater und Kindern. Das bestätigt mich auch auf der faktischen Seite oder von einer unabhängigeren Seite, sage ich mal. Das ist jetzt keine Einstellung oder keine Meinung von mir oder von vielen Personen, die auch betroffen sind. Da könnte man immer davon sprechen, die sind voreingenommen und die sind einfach verletzt und können gar keine andere Position einnehmen. Aber das bestätigt mich schon sehr, dass hier das Schema F abläuft und einfach auch beim Gericht dann, wenn mal Fälle abgeschlossen sind und erledigt sind, sozusagen ad acta gelegt werden können, hier auch nichts mehr aufgegriffen wird, weil in die zweite Instanz hinein ich diesen Beweis der Volksanwaltschaft auch mitgegeben habe. Das Gericht erste Instanz und zweite Instanz wussten davon, aber es wird hier im Justizsystem gilt ja die freie Beweiswürdigung und hier wurde die Feststellung des Jugendamtes gar nicht herangezogen, um eine Aussage zu treffen. Es könnte doch sein, dass der Herr Neubauer doch seine Kinder sehen soll, weil das Jugendamt hier falsch gehandelt hätte. Ich weiß nicht, es gibt noch einen Faktor, der ausschlaggebend für mich war, eben diese Psychologin, die dann eingesetzt wurde, um zu bestätigen, dass ich meine Kinder maximal eine Stunde alle 14 Tage sehen sollte, die mich dann so niedergeschlagen hat. Also das ist eine vereidete Gerichtssachverständigerin. Also das sind ganz wenige Personen in Österreich. Und die hat auf einem innerhalb von 3 Stunden Interview und Interaktionsbeobachtung und dann auf 80 Seiten festgestellt, dass ich nicht erziehungsfähig bin und ich habe das nicht akzeptieren wollen und habe recherchiert und bin dann zufälligerweise auf einen Zeitungsartikel von einer Zeitung in Österreich gestoßen, aus dem Jahre 2006 war das, glaube ich, wo diese Sachverständige, die das Gutachten ausgestellt hat, dass ich nicht erziehungsfähig bin, selbst ein Gutachten zu ihrer psychologischen Gesundheit im Zuge einer Ehescheidung ausgestellt bekam. Und in diesem Gutachten stand drin, dass sie psychologisch so sehr erkrankt ist, dass sie eigentlich den Beruf der Sachverständiger nicht ausüben darf. Ich habe dann den Zeitungsartikel aus dem Archiv der Zeitung zugespielt bekommen und das auch die Gerichte wissen lassen und habe das in alle Richtungen gespielt und habe dann auch die Information bekommen. Ja, dieser Sachverständige hat dann 2006 alle Fälle niedergelegt. Die hat sich zurückgezogen aus dem Job, hat die bestehenden Gutachten nicht mehr abgeschlossen, hat das Bezirksblatt verklagt und ist bis zum Europäischen Gerichtshof gegangen, weil das eigentlich nicht in der Öffentlichkeit sein darf, dass eine gerichtlich beeidete Sachverständige selbst so psychologisch nicht fähig oder wie soll ich das sagen, erkrankt ist, dass sie diesen Beruf nicht mehr ausüben darf und hat vom Europäischen Gerichtshof verloren, weil es im großen Interesse der Öffentlichkeit ist, so das Europäische Gericht, dass hier jemand Sachverständigengutachten ausstellt, die gravierend in das Familienleben eingreifen, was eigentlich nicht so sein dürfte, wenn man dieses Gutachten ihrer Person berücksichtigen würde. Also das gibt es noch immer, das darf so gesagt werden, aber mittlerweile ist diese Sachverständige aus dem Raum Wien, also weit weg, die kommt ja nicht einmal von uns hier, sondern die wurde explizit von der Richterin, von der Familienrichterin ausgewählt, weil sie von weit her kommt. Sie hätte auch jemanden aus der lokalen Umgebung nehmen können, also wo man deine Verbindung sieht, sei dahingestellt. Aber diese Person wurde explizit ausgewählt und hat ein Gutachten, und die kosten ja bei uns 5, 6, 7.000 Euro, 80 Seiten und 3 Stunden Interview, und hat hier dieses Gutachten verfassen lassen, was das Kontaktrecht zu meinen Kindern schlussendlich dann wirklich zerstört hat, also kein Ausblick auf einen normalen Kontakt zu meinen Kindern mehr zugelassen hat. In welchem Jahr wurde denn das Gutachten von dieser Psychologin verfasst? Über die Psychologin oder von der Psychologin über mich? Also das über die Psychologin war ja 2006, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und dann das über euch?
Also über mich und meine Kinder kam im Oktober 2018. Okay, das heißt, 12 Jahre später hat die dann doch noch ein Gutachten gemacht, obwohl sie ja eigentlich selber wusste, sie sollte keins machen. Ja. Und der Amtsrichterin, also bei uns wäre es eine Amtsrichterin, bei euch ist es ein Bezirks, wie hast du gesagt? Bezirksgericht. Bezirksrichterin, ja. Bezirksgericht, die wusste davon aber nichts. Doch, die habe ich sogar telefonisch angerufen und habe gesagt, bitte, ich weiß, dass ich das nicht entscheiden kann. Ich darf erst dagegen Einspruch erheben, wenn ein Urteil gefällt wird auf Basis eines Gutachtens. Aber ich bitte Sie darum, so habe ich am Telefon gesagt, bitte nehmen Sie eine andere Gutachterin mit einer anderen Vergangenheit. Und die Richterin am Telefon hat zu mir gesagt, ja, ich muss mit Ihnen darüber diskutieren. Ich bin auch eine Person der Öffentlichkeit und ich muss mir das von Ihnen anhören. Aber Sie können dagegen Einspruch erheben, wenn Sie, wenn ein Urteil da ist. Sie können grundsätzlich nicht die Auswahl eines Gutachters beeinflussen. Also das wissen alle Beteiligten, dass hier die Gutachterin mit dieser Vergangenheit am Werk ist. Ich habe jetzt auch dann probiert zu erfragen, was die Kriterien sind, dass diese Gutachterin arbeiten darf. Das ist dann eine zentrale Stelle im Bundesland Niederösterreich. Ich kann nicht genau sagen, wie der Justizpräsident oder ich weiß jetzt nicht, wie die Person heißt, die auch dafür verantwortlich ist für die Liste mit eingetragenen beeideten Sachverständigen. Und von dort kam die Information zurück, wir sehen keinen Grund, unsere Psychologin hier nicht arbeiten dürfte. Wir haben geprüft, ob Fändungen gegen sie vorliegen und ob ihre Ausbildung ausreicht. Also Also das heißt ja, komplett ignoriert. im Grunde hat das Gericht eine Drogenabhängige zu eurer Familie geschickt, um Drogentherapie zu machen. Oder also im Grunde jemand, der selber psychisch, also im übertragenen Sinne, ja, es hat ja bei euch keiner Drogen genommen, ja. Ja, Also okay. jemand, der psychisch krank ist, soll andere psychisch bewerten. So ist das, ja. Das lässt die Justiz in Österreich zu. Also man macht den Bock zum Gärtner, wie man in Deutschland sagt. Gibt es bei euch auch so ein Sprichwort in Österreich? Nein, das gibt es nicht. Ich probiere es jetzt gerade zu verstehen. Aber ich kann vermuten, was du damit meinst, ja. Ja, also es ist wie wenn du den Dieb zur Security-Person Okay, machst. Ja? Also ja. es ist Und klar, das kann nicht funktionieren. das ganz kurz noch, das Eigenartige dabei ist ja, dass diese Hinweise oder dieses Prüfergebnis der Volksanwaltschaft, was ja gezeigt hat, dass da Fehler passieren, meine Intervention, dass diese Sachverständige für unser psychologisches Gutachten zwischen Eltern und Kindern nicht geeignet ist, dass das alles ignoriert wird. Das kann ich nicht mal als Zufall werten, sozusagen, dass hier einfach ein Einzelfall passiert. Weil ich es auch von anderen, unter anderem von anderen Personen höre, zusätzlich noch, sondern das hat System. Um auf deine Frage von vor 5 Minuten zurückzukommen, ja, ich fühle mich hier abgehandelt, abgearbeitet und nicht individuell auf wirklich meinen Fall ein Urteil gesprochen oder behandelt und das Kindeswohl hier berücksichtigt. Das sehe ich überhaupt nicht hier in meinem Fall. Siehst du, dass hier Willkür am Werk ist? Wenn Willkür bedeutet, dass eine verantwortliche Person die Entscheidungen trifft, Informationen, die an sie herangetragen werden, in einer Form, dass sie sie mitbekommen muss und diese Informationen trotzdem nicht verwertet, wenn das Willkür ist und bedeutet, ja, dann hat hier Willkür stattgefunden. Und denkst du, dass absichtlich gelogen wurde vom Jugendamt, von der Gutachterin und dann vom Gericht, um den Kindern den Vater zu nehmen? Also, ich bin ja im Anschluss an diese Stellungnahme vom Jugendamt zum Jugendamt hingegangen und habe den Kontakt gesucht. Und es ist halt dort, ich bin dort bei der zuständigen Sachbearbeiterin, also der Sozialarbeiterin, sagt man, gelandet.
Und die hat zu mir gesagt, sie will gar kein Interview, sie will mit mir gar nicht sprechen. Ich bin dann bockig in ihrem Zimmer gestanden und habe gesagt, ich will jetzt aber drüber reden, weil hier geht es um den Kontakt zwischen mir und meinen Kindern. Und ich verstehe nicht, warum sie nicht zu mir kommen. Es ist in dem Moment war das bei der Volksanwaltschaft gerade eingereicht. Und sie war in keinster Weise interessiert daran, einen neutralen Blick in dieser Diskussion einzunehmen, sondern war immer mit dieser Meinung, ich bin schlecht für das Kind und ich muss das verstehen, dass ich schlecht für das Kind bin, und hat mich dann auch aus ihrem Büro hinausgeworfen. Sie hat dann schon gedroht, sie holt jemanden. Ich bin dann schnurstracks über den Gang zu ihrem Vorgesetzten gegangen und habe mit dem gesprochen und habe das dann auch herunterbrechen können auf die Gesetzestexte, die ich anders interpretiert, dass das eigentlich nicht sein kann, dass das Jugendamt mich nicht hört, weil im Gesetz steht drinnen, dass die Eltern, alle Dritten, die Verwandtschaft und alle möglichen Informationen, die man einholen kann, um die Kindeswohlgefährdung abzuschätzen, dass das Gesetz das eigentlich vorschreibt. Und ich bin nicht einmal angerufen worden vom Jugendamt, hat mir der Vorgesetzte von dieser Sozialarbeiterin gesagt, aber Herr Neubauer, das machen wir doch immer so. Das war's. Aber das machen wir doch immer so. Und ich war damals nicht vorbereitet auf unsere Behörde. Ich bin ja von einer Illusion herausgefallen. Ich dachte, diese Säule des Rechtsstaates, die eigentlich im Unterbewusstsein neben der Säule der Eltern und anderen Säulen einen unbewusst hält im Leben, das wurde mir ja unter den Beinen weggezogen. Die ist weggebrochen. Ich hatte das komplette Vertrauen an den Rechtsstaat in dem Moment so weit, ich hatte es verloren. Und ich glaube auch jetzt noch an diese Willkür, weil ich das System immer besser durchschaue. Man kennt so diese Sachen, ja, vor Gericht gibt es keine Gerechtigkeit und so. Das nimmt man so hin, verarbeitet das aber nicht und schaut nicht hinter die Kulissen. Aber in dem Moment habe ich wirklich einen Zusammenbruch auch gehabt, weil mein Weltbild sich verändert hat. Das ist nicht so, dass ich hier Unterstützung bekomme vom Jugendamt, sondern wenn man mit den Personen redet, die mit Kindern und Jugendamt zu tun hatten, die sagen alle, ich gebe dir einen Rat, wenn du mich fragst, wenn du Probleme mit deinen Kindern hast, gehe niemals, niemals gehe zum Jugendamt. Deine Probleme werden dort nur viel schlimmer gemacht, als diese Probleme mit deiner Ex-Partnerin oder mit Gericht jetzt vielleicht sein sollten. Wenn du beim Jugendamt landest, dann wirst du nur viel größere Probleme bekommen. Und dass die Einstellung vom Jugendamt im Rechtssystem dann auch so durchgedrückt wird, obwohl es Beweise gibt, die dagegen sprechen, das war für mich ein Katastrophe. Und das hat auch dazu geführt, dass ich so katastrophal zusammengebrochen bin und jetzt eigentlich meinen Job gar nicht mehr ausübe im Moment und meine Kinder auch gar nicht mehr sehe. Ich hatte halt Glück, dass ich Eltern habe, die noch am Leben sind und mich aufgefangen haben, weil es wurde mir auch klar, dass in so einer Situation, wenn alles gegen einen kämpft, wenn das System gegen einen kämpft, ist mir klar, waren manche Bilder, die ich von früher im Kopf hatte, Männer, die nur noch sich betrinken und im Park landen und denen, wenn man mit denen spricht, aussichtslos erscheinen, wie man unter Umständen in so eine solche Situation kommt. Also hätte ich keine Unterstützung bekommen, würde ich sicher nicht jetzt hier in dieser Wohnung sitzen und weder Aussicht haben auf eine Ausbildung und ein Berufsleben, weil das katastrophal ist, was da mit einem angestellt wird. Es leiden nicht nur die Kinder extrem unter dieser Arbeitsweise von Jugendamt und Gerichten, sondern es leiden die Eltern mindestens genauso, wenn es liebende Eltern waren oder sind. Ja, ich kann dies sehr gut verstehen. Ich bin ja auch am Anfang naiv ins Familiengericht gegangen und habe gedacht, so, jetzt schaut sich das mal jemand ganz objektiv an und war dann nach einem Dreivierteljahr völlig konsterniert, weil ich gemerkt habe, nee, hier läuft gar nichts. Also ich habe es noch nicht mal bewusst gemerkt, sondern ich habe mich nur gefragt, was geht hier eigentlich ab? Ja. Mittlerweile verstehe ich komplett, wie die arbeiten, dass die eigentlich nur lügen, dass die ihre Macht missbrauchen, um dann einem Elternteil zu helfen, ja, widerrechtlich und den anderen rauszukicken. Und ja, wir haben es ja schon diskutiert, auf welcher Seite du stehst, hängt von so vielen Faktoren ab, das ist völlig unklar. Aber es ist der Schmerz, den du spürst, ja, und dass einem der Boden unter den Füßen wegbricht, nicht nur, weil die Kinder weg sind, sondern
der Glaube daran, dass der Staat funktioniert, bei dem, was dann am heiligsten ist, nämlich bei den Kindern, der löst sich in Luft auf. Und man merkt, dass da die rohe menschliche Gewalt, Emotionen, Willkür, Brutalität, Ignoranz, Machtbesoffenheit, Arroganz, es sind Emotionen und die Gesetze kümmern niemanden, auch die Richter nicht. Und dann bricht der ganze Boden unter dir weg, deine Kinder sind weg, deine Zukunft, die du mit den Kindern gestalten willst, ist weg. Und deshalb kann ich dich da sehr gut verstehen. Und ich denke, diesen Schmerz, den du spürst, den spüren deine Kinder auch. Die erleben den halt nicht so bewusst. Du hast ja dann auch eine Therapie gemacht, wie du erzählt hast. Das heißt, du hast ein Bewusstsein entwickelt über diesen Schmerz. Du hast gelernt, damit umzugehen. Es ist aber nichts, was jemals weggehen wird. Und du spiegelst im Grunde das, was mit deinen Kindern los ist. Und es sind traumatische Erfahrungen, die den entfremdeten Elternteil und die Kinder, die unter der Entfremdung leiden, auch extrem zum Leiden bringen. Ja, viele fragen mich auch, warum ich jetzt nicht den Kontakt wiederherstelle, indem ich diese eine Stunde, sagen alle, diese eine Stunde musst du bekommen, hat gesetzt, und das könnte ein Anwalt auch für dich durchfechten, dass du diese eine Stunde für alle 14 Tage unter Begleitung bekommst, weil das definitiv auch Judikatur ist oder gang und gäbe ist, und da würde sich kein Gericht trauen, das auch abzudrehen. Bewusst, das könntest du durchkämpfen. Aber ich habe mich auch informiert. Ich wollte ganz am Anfang auch die Doppelresidenz haben. Ich habe mich dann auch in diese Richtung informiert, und ich weiß nicht, ob dir der Name Sünderhauf was sagt. Ja. Mhm. Sie hat hier ein dickes Buch geschrieben. Ich habe es zwar nicht ganz gelesen, aber mir große Teile herausgenommen. Und sie stellt hier auch den Vergleich an, was das Schlimmere oder eine Skala auf, eine Stufen von Graden für Kinder, wie dramatisch sich das auf die Kinder auswirkt. Und sie macht hier die Differenzierung zwischen immer wieder einen Kontakt zu einem Elternteil, der diese 14 Tage, eine Stunde, dass das schlimmer für die Kinder sich auswirkt, wie wenn die Kinder in ihrem Leben abschließen können, mit diesem Punkt, diesen Arm sozusagen abschneiden und diese Wunde verheilen kann, aber sie wieder ein Leben haben, wo Personen, Beziehungsbindungen ihr Leben dominieren, die, auf die sie sich verlassen können, wo sie immer wissen, die werden da bleiben. Meine Mama, also die Ex-Partnerin, wo die Kinder leben, die Großeltern von ihrer Seite, und das sonstige Umfeld, das droht nicht wegzubrechen, so wie der Papa ja weggebrochen ist als Beziehungsperson. Und diese, so interpretiere ich das jetzt von der Frau Sünderhauf, sondern diese Angst wird immer wieder von Neuem angefacht. Ich könnte ja, weil der Papa muss ja immer wieder gehen, das könnte ja mit jeder anderen Person auch passieren. Dass es gesünder ist für ein Kind, das Gesündeste ist eine intakte Familie. Dann ist auch die Doppelresidenz als Modell, was sehr ähnlich dieser intakten Familie ist, wo das Kind halt beide Elternteile gleichermaßen sieht, Doppelresidenz oder Wechselmodell, sagt man ja. Aber das Vorletzte, das Vorletztschlimmste ist nicht dieser immer wieder minimale Kontakt zum Vater. Und deswegen habe ich auch aus der Perspektive für meine Kinder, aber auch für meine Gesundheit dann beschlossen, es zerstört mich innerlich auch finanziell und emotional, und ich kann kein Leben mehr weiterleben, außer nur für die Kinder zu kämpfen, oder ich entscheide mich dafür, die Kinder loszulassen und zumindest mit diesem einen abgetrennten Arm ein normales Leben zu finden. Und ich merke auch, dass es ist so, wie du sagst, das wird mich immer begleiten, das weiß ich, und es werden immer meine Kinder sein, und ich werde warten mit 12 oder 14, wo sie entscheiden dürfen, ob sie zu mir kommen. Ich werde warten, wenn sie 18 sind, ob es eine Möglichkeit gibt, sie zu sehen. Aber im Moment merke ich einfach, und du sagst, das spiegelt ja auch das Leben meiner Kinder,
dass ich normaler weiterleben kann, wenn dieser Kampf aufhört. Der Kampf gegen ein System, was festgefahren ist, was historisch gewachsen ist von Justiz, Jugendamt und den privaten Organisationen, die davon profitieren. Das ist ein übermächtiger Apparat, gegen den es sich nicht lohnt, anzukämpfen, weil der Aufwand und die Schmerzen und der Verlust in diesem Kampf viel größer ist als der Schmerz und der Verlust, den man hat, wenn man sagt, ich muss jetzt das separat getrennt von meinen Kindern und so auch meine Kinder getrennt von mir ein Leben weiterfinden. Und das ist der Weg, den ich psychologisch für mich gefunden habe, der für mich am gesündesten ist. Ich hoffe, auch für meine Kinder. Ich weiß es ja nicht, wie es meinen Kindern geht, aber deswegen ist mein aktueller Stand auch so, dass ich sage, ich schaue, dass ich eine Ausbildung, mich weiterbilde, ein Studium abschließe, was ich ja wegen der Kinder abgebrochen habe, einen Job finde wieder, wo ich drin arbeiten kann, weil mein alter Arbeitgeber gemerkt hat, ich war arbeitsunfähig und dort gehe ich auch nicht mehr hin zurück wahrscheinlich, aber ein normales Leben wieder weiterführen zu können. Deswegen, das ist so die Antwort drauf, falls die Frage auch von dir kommen sollte, warum ich nicht den Kontakt wieder probiere herzustellen oder warum ich nicht kämpfe. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen, es ist eine Sisyphus-Arbeit, die niemals zum Erfolg führen kann gegen dieses übermächtige System. Ich möchte nur dazu ergänzend sagen, eigentlich, was ich jetzt beobachtet habe, ich schaue sehr viel YouTube, das sind halt weniger Personen, von denen man da Informationen bekommt. In Österreich scheint es ja wenigstens noch so zu sein, dass hier Kinder von den Eltern weggenommen werden und zu einem Elternteil gegeben werden, weil man vielleicht Verfahren schneller abschließen kann, weil sich da Leute bestätigt sehen, weil das das alte Klischee ist von Mann und Frau, die Frau kümmert sich um die Kinder. Aber was man so hört, ist es ja in Deutschland noch viel schlimmer, dass es hier einen Apparat sich entwickelt hat, wo Kinder von beiden Eltern weggenommen werden. Und hier, letztens habe ich das auch gehört, war das auf einem Schrieb drauf, bis zu 14.000 Euro pro Monat in Obhutnahme von einem Kind diesen Organisationen, diesen privaten Trägern zukommen würden. Also ich bin froh, dass meine Kinder bei der Mutter sind. Dort sind sie auch gut aufgehoben. Da weiß ich wenigstens, dass sie sich gut entwickeln können. Ich bin froh, dass nicht solche Zustände wie in Deutschland herrschen. Ich glaube, bei euch ist es noch viel schlimmer, was den ganz extremen Bereich der Kindesabnahmen betrifft. Ja, ich denke, wenn du das sagst, ja, wahrscheinlich schon. Also den Eindruck habe ich auch. Und jetzt an deinem Fall wird auch das Schema klar, nachdem die sogenannte Kinder- und Jugendhilfe und das sogenannte Familienrecht agieren. Die Eltern sind ja im Streit über die Kinder, ja. Und eigentlich ist ja klar, die Kinder gehören zu beiden Eltern. Das ist verfassungsrechtlich, menschenrechtlich eigentlich gewährleistet. Es ist ein natürliches Recht, das sogar vor den Grundrechten sozusagen steht. Die Grundrechte akzeptieren nur dieses natürliche Recht der Kinder auf beide Eltern. Und dann kann der Staat übers Jugendamt da eingreifen. Ja, die Ehe ist zerbrochen, die Kinder liegen sozusagen offen da für den Staat. Und jetzt muss der Staat nur warten, bis ein Elternteil etwas über den anderen sagt. Und dann kann er entweder sagen, ja, dieser Elternteil hat Recht und wir drängen den anderen raus. Oder er sagt, dieser Elternteil, der was Schlechtes gesagt hat, macht den anderen Elternteil schlecht, also drängen wir diesen Elternteil raus. Ja, also deine Ex-Partnerin hätte es auch so passieren können, dass das Jugendamt gesagt hätte, die Kinder müssen zu dir, weil sie schlecht über dich redet. Das heißt, das ist so die Spaltung, die da am Anfang betreiben. Es wird dann gelogen, ja, es wird irgendwas behauptet, weil das Jugendamt ist ja der sozialpädagogische Fachverstand angeblich. Dabei sind die völlig inkompetent, lügen einfach nur. Dann wird es zum Gericht hochgegeben, das Gericht macht dann das, was die Politik erwartet, ja, bestätigt es vom Jugendamt, weil Richter sind nicht der Verfassung verpflichtet, eigentlich per Gesetz, ja, aber die zahlt ja nicht das Salär, sondern das macht ja das Ministerium, ja. Also die sind dann eher dem Geld verpflichtet und dem Dienstherrn. Dann macht man halt das, was politisch opportun ist. Man will ja vielleicht auch mal ans OLG wechseln oder vielleicht dann in die Direktion von dem Bezirksgericht, wie auch immer. Und das war's dann. Und wie du gesagt hast, dieses Schema, ja, dass ein Elternteil gegen den anderen ausgespielt wird, ja, das können wir in deinem Fall sehen. Und das mit den Inobhutnahmen, das ist dann
Eben, da wird das Schema dann umgedreht, sobald ein Elternteil entsorgt ist und der andere alleinerziehend ist bei den Kindern, wird alles, was der entsorgt wurde, angebracht hat beim Jugendamtgericht, wird dann gegen den Elternteil verwendet, wo die Kinder dann noch sind. Und dann werden die Kinder rausgeholt. Und man sagt, es ist eine Gefährdung. Das macht man entweder sofort, je nachdem, wie schwer diese Vorwürfe sind, die man da gesammelt hat. Oder man macht es halt Stück für Stück. Ja. Irgendwann ist man quasi soweit und dann kommen die Kinder ins Heim. Und das heißt, im Endeffekt ist eine Scheidung, ja, wie wir in deinem Fall sehen können, nach meiner Einschätzung, nach dem, was ich von anderen Fällen kenne, ist das Risiko extrem hoch, dass die Kinder einen Elternteil verlieren, wegen dem Staat, der eigentlich die Kinder schützen sollte. Also der Staat ist der Feind der Kinder. Er hat eigentlich das Wächteramt, aber er ist der Feind. Und warum denn plötzlich Grundrechte nicht mehr gelten, wenn die Eltern sich trennen, hat bisher niemand erklärt. Aber es ist faktisch so. Die Behörden nutzen ihre Macht, die Richter nutzen ihre Macht, lügen, machen willkürliche Beschlüsse und Kinder verlieren einen Elternteil. Und wenn die Entwicklung so anhält in Deutschland, zwangsläufig auch irgendwann dann den anderen Elternteil, sind in Obhut. Einfach weil der Staat sagt, naja, wenn Eltern sich streiten um die Kinder, dann müssen wir die Kinder rausnehmen. Und dieser Streit ist dann nur deshalb da, weil der Staat der Feind ist, weil der Staat diesen Streit schürt, weil er, wie bei dir das Jugendamt, irgendwas erfindet und den anderen in die Defensive drängt und in so einem psychischen Wrack macht. Und dazu wollte ich auch noch was gern sagen. Diese Erfahrung, die du durchgemacht hast, ja, und dass du da in dieses Dunkel gesehen hast, ich sag mal, die ganz dunkle Seite der Menschen, dass eine Jugendamtsmitarbeiterin lügt, damit deine Kinder ihren Vater verlieren. Das ist somit das Dunkelste und Abscheulichste und Böseste und dreckigste und abstoßendste und ekligste, was ein Mensch tun kann. Ne? Und so handeln Behörden, Mitarbeiter, die einen Beamtenstatus haben, die einen Eid schwören und so weiter. Also die angeblichen Säulen unserer Gesellschaft. Und wenn du da reingeschaut hast, dann kannst du entweder in den Nihilismus abrutschen und kannst sagen, okay, ich werde hier zum Joker, da gab es ja jetzt diesen Film, ja, der handelt genau davon, dass jemand aufgrund des Bösen, das er in der Gesellschaft erfährt und in seiner Kindheit erfahren hat und so weiter, zum Nihilisten wird und Chaos stiften will und Tod und so weiter. Du willst nur noch, dass alles brennt und untergeht. Oder du gehst sozusagen durch dieses Fegefeuer durch. Und wirst in gewissem Maße zum Helden, ja. Tust diese Werte, die die Jugendämter und Richter verraten, die hältst du hoch, egal was die mit dir machen. Du hältst sie hoch für deine Kinder, die vielleicht zu dir kommen oder nicht zu dir kommen. Aber du willst, dass die Gesellschaft nicht so weitergeht, wie sie eben bisher läuft bei den Jugendämtern und den Familiengerichten. Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Und wir hören es ja immer wieder, manche Väter, auch Mütter, entscheiden sich dann für den Freitod, ja, weil sie diese Entscheidung nicht treffen können oder wollen. In dem Moment denken, sie haben nicht die Kraft. Und dann gibt es die einen, die in Nihilismus gehen, sich zurückziehen, Hartz IV oder wie das in Österreich heißt, das weiß ich jetzt nicht, also von Stütze leben. Oder diejenigen, die halt, so schlimm es ist, ja, für sich sagen, ich bewahre diese Integrität, ich bewahre den Glauben an die Gleichberechtigung, an Freiheitsrechte, auch an Gerechtigkeit. Ja, das ist rechtlich nicht, ist nicht das gleiche wie Gerechtigkeit, das ist mir schon klar. Aber wenn du es nicht machst, Peter, oder wenn ich es nicht mache, wer macht es denn dann? Die vom Jugendamt und vom Familiengericht, die machen es nicht. Die nutzen willkürlich ihre Macht aus. Ich habe zu dem Wort Willkür deswegen vorher auch so zögerlich geantwortet, weil ich glaube, es ist immer falsch,
für jede Situation, für jeden Fall das Extrem anzunehmen, weil es gut für einen besser passt, um eine Situation zu verstehen und vielleicht auch zu verurteilen. Ich glaube, dass das immer ein Zusammenspiel von vielen Faktoren ist, dass dieses System von diesen Personen, die wir bis jetzt im Video genannt haben, so zusammenwirkt, wie es zusammenwirkt. Ich bin nicht davon überzeugt, dass die Jugendamtsmitarbeiterin, also diese Sozialarbeiterin, die ja nicht kompetent ist, wie du das sagst, die hat keine akademische Ausbildung, dass sie nach einer Dreiviertelstunde solche Stellungnahmen schreiben kann. Ich bin nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass die den Willen hat und bösartig sein will und die Kinder, ihr Lebensziel es ist, Kinder von Eltern wegzubekommen. Ich glaube, dass hier über die Zeit etwas gewachsen ist, wo Leute finanziell profitieren, beruflich profitieren, ihr Ego profitiert, gewisse narzisstische oder vielleicht teilweise angelehnt sadistische Bedürfnisse befriedigt bekommen, dass das eine Mischung von diesen Personen ist, die in dem System teilnehmen, die dazu führt, dass das in so eine Richtung kippt, die, wenn die Kinder von den Eltern wegkommen, die einen profitieren, weil das sind Anwälte, das sind Mediatoren, das sind Pflegeeinrichtungen, die anderen wissen, ihr Job ist gefährdet, wenn sie sich gegen das System auflehnen. Also konkret auf die Sozialarbeiterin jetzt heruntergebrochen würde bedeuten, wenn die sagt, nein, ich wehre mich da dagegen und ich sage dem Gericht nicht das, was ich glaube, was es von mir haben will, also die Trennung von einem Elternteil vom Kind, weil dann ist der Fall abgeschlossen, sondern ich bin dafür, das, was der Vater mag, ein Wechselmodell, das durchzusetzen gegen den vermuteten oder vielleicht auch direkt geäußerten Willen des Gerichtes, hier eine gewisse Stellungnahme zu erzeugen. Was würde das bedeuten für diese Mitarbeiterin? Das würde bedeuten, dass das System sie als Feind dann sozusagen mehr betrachtet. Sie könnte unter die Räder kommen. Also wird die Sozialmitarbeiterin, die vielleicht sogar mitempfindet, ich weiß es ja nicht, aber das gar nicht so will, wird die das tun, dass ihr Beruf, dass dort, wo sie jetzt einen sicheren Posten hat, einen Beamtenposten, dass sie den nicht gefährdet. Und das macht was, so wie ihr Vorgesetzter das wortwörtlich gesagt hat, wir das tun, was wir schon immer tun. Genau, das ist ein eingespieltes System. Klar, was du beschreibst, ist dann, wie Menschen in dem eingespielten System agieren und warum. Das Problem ist halt, ist ja bei euch in Österreich auch so, das Kindeswohl ist ein völliger Willkürbegriff, es ist nicht definiert, ist auch nicht definierbar. Ja? Und es geschieht alles hinter verschlossenen Türen. Es geschieht im Verborgenen, was Jugendämter und Familienrichter und Richterinnen machen. Ja. Ja. Und das ist das Problem. Es kann niemand hinschauen. Deshalb finde ich es auch so wertvoll, dass wir dieses Video machen. Je mehr Väter, Mütter, auch betroffene Kinder damit in die Öffentlichkeit gehen, und die Gesellschaft sieht, was da wirklich passiert. Und weißt, vor 4 Jahren hätte ich nie und nimmer für möglich gehalten, was heute für mich ganz klar ist, dass nämlich Jugendämter und Familiengerichte die völlige Willkürherrschaft über Kinder sind. Da besteht für mich heute kein Zweifel mehr. Vor 4 Jahren, wenn du da mit mir geredet hättest, so wie wir jetzt reden, hätte ich gesagt, also der Typ, der hat ja irgendwie eine schräge Sichtweise. Ja, alles klar, schon klar. Ist mir schon klar, warum die Kinder nicht bei ihm sind. Das hat schon wahrscheinlich seinen Grund, so komisch wie der denkt. Und es ist ja das, es ist so absurd, so willkürlich, dass es keiner glauben kann, der es nicht erlebt hat. Und wir hatten ja jetzt in Deutschland diesen Fall, wo im WDR kam jetzt ein Bericht, wo eine Mutter 3,5 Jahre gekämpft hat um ihre Kinder und die beiden sind jetzt zurück bei der Mutter. Und die hat ja auch auf YouTube Videos gemacht unter Familienunrecht. Wenn man da googelt oder halt auf YouTube sucht, dann findet man die Videos. Und sie sagt jetzt in ihrem Video vor Weihnachten, wo sie erzählt, dass die Kinder zurückkommen, dass eine Vormündin
die Rechtsanwältin ist, ja, die eingesetzt wurde, um über, ich glaube, ihr jüngster Sohn, ist es ja damals 7 oder 8 war, zu entscheiden, dass die dann dieses Kind aus der Pflegefamilie gestohlen hat im Endeffekt und bei sich wohnen lassen hat, weil sie mit über 40 eine Torschlusspanik hatte und auch Mutter sein wollte. Das heißt, das Jugendamt nimmt 2 Kinder raus, beauftragt eine Person damit, über das Schicksal eines Kindes zu entscheiden, ja, Entscheidungen zu treffen anstelle der Mutter und nimmt dann dieses Kind bei der Pflegefamilie raus, um es für sich zu haben. Und die betroffene Mutter, die Dina, sagt in dem Video, wenn ich es nicht schwarz auf weiß hätte, würde es mir keiner glauben. Nein, das ist ja, vielen Dank, dass du das Thema ansprichst. Selbst jetzt, wenn du als Brandmarkter und ich als Insider, wir wissen beide, von was wir reden, aber selbst jetzt, wenn du mir diese Geschichte erzählst, auch von dieser Anwältin mit der Torschlusspanik, keimt in meinem Kopf der Gedanke, der Sandro ist ja nicht ganz, der kann das nicht einschätzen, die hat einen Blödsinn gesagt. Wie kann das unmöglich, diese Anwältin, diese Richter, diese Anwältin hat das Kind doch niemals dort ausgerissen. Ich muss mich selber, wobei ich betroffen bin, trotzdem kommt dieser Gedanke, nein, der spinnt ja, so wie du es formuliert hast, der erzählt entweder nicht die Wahrheit oder er ist wirklich, oder er ist sogar verrückt, das passt schon, dass die Kinder nicht bei ihm sind. Das ist ja ein riesengroßer Teil der Problematik. Deswegen vielen Dank, dass du das angesprochen hast. Ich habe mit so vielen Leuten darüber gesprochen und ich glaube, im ersten Moment war die einzige, die mir das geglaubt hat, meine eigene Mutter. Das war die einzige Person, die mir das geglaubt hat. Alle anderen hören zwar zu und sagen dann, okay, habe ich gehört, klingt nicht logisch, will ich gar nicht abspeichern, will ich mich nicht damit beschäftigen. Oder sagen sogar, ja, du hörst das dann hinten herum von anderen Personen, dass die, denen du das erzählt hast, deine Geschichte, sagen, ja, das ist eh, da muss was passiert sein. Anders würde das nicht passieren, dass die Kinder weggenommen werden. Der hat sicher was gemacht, da ist sicher was vorgefallen. Genauso wie du es gerade beschrieben hast. Und das ist ein riesengroßes Problem bei der ganzen Sache für die Betroffenen, weil das eine Barriere ist zwischen den betroffenen Personen, die eingeweiht sind und dagegen kämpfen, und allen anderen, die sagen, ich habe meine Ruhe, ich eck nirgends an, ich brauche keine Probleme. Und das klingt sowieso so unglaubwürdig, auch wenn es mein bester Freund ist, dass ich das gar nicht glauben kann. Und bleiben damit aus diesem Kampf heraus. Und deswegen ist so wichtig und deswegen noch einmal ein Danke an dich, dass du diese Arbeit machst und diese Interviews machst, weil das ist der einzige Weg, dass die Leute darauf aufmerksam werden. Dass die Leute sehen, da sind viele Betroffene, und dass die Leute sehen, wenn einer sagt, das passiert so, das kann nicht sein, aber da gibt es Tausende, die schon Videos darüber machen, es muss etwas Wahres dran sein. Deswegen ist diese Arbeit, die du machst, sehr, sehr wichtig, weil anders, das war auch der Grund, warum ich verzweifelt habe. Einer der Gründe, gesagt habe, ich gebe den Kampf auf und ich höre auf damit, weil ich weiß, es gibt viele Betroffene, aber was sind, selbst wenn ich, wie viele Freunde hast du in deinem Kreis? Wenn du 100 Freunde hast, hast du schon viele Freunde, aber was sind 100 Personen, die betroffen sind, mit denen du dich an eine Behörde wendest, im Vergleich zu von Arbeitslosigkeit betroffene Millionen. Also dieses Thema geht unter in der öffentlichen Debatte, obwohl es, wenn man es vom Schweregrad her auch bewerten würde, eigentlich eine viel breitere Aufmerksamkeit bekommen müsste, weil hier Leben kaputt gemacht werden. Es ist auch schlimm, wenn man keine Arbeit hat und am sozialen Leben oder an der Gesellschaft weniger teilnehmen kann, weil man deswegen... Es gibt viele, viele Probleme, aber hier werden wirklich Leben kaputt gemacht. Es stürzen Leute ab und es gibt sogar Selbstmord bei manchen Eltern, die überhaupt nicht damit umgehen können. Deswegen muss ich da recht geben und muss mich gerade selber an der Nase fassen, vielleicht doch ein bisschen mehr wieder zu machen, als mich nur in diesen Kreisen, die mich umgeben, die Öffentlichkeitsarbeit betreiben, mich immer dort nur anzuhängen. Deswegen war ich auch sehr froh, dass du mich angeschrieben hast und habe mich sehr auf das Interview mit dir gefreut. Vielen Dank auch dafür. Sehr gerne, ja. Ja, und was diese, ich sag mal, dieser Riss in der Matrix, ja, in dem Film Matrix, wo, ich weiß nicht, ob du den kennst, ja, ja, ja. Wo
irgendwas sich plötzlich wiederholt, ja, und du denkst, Moment, hier stimmt was nicht, ja. Oder ja, das Rabbit Hole bei Alice in Wonderland, ja, du rutschst irgendwo rein und denkst, Moment, was ist jetzt los? Wo bin ich jetzt gerade? Und die anderen denken, du bist in der Fantasiewelt, ja. Wie Neo in Matrix, ja, du rutschst dann da du nimmst die rote Pille und dann rutschst du irgendwo rein und wirst rausgeholt und weißt gar nicht, was los ist, und dann siehst du die Realität. Das ist das, was ich meine mit diesem dunklen Bösen, wo du dann plötzlich drin bist, oder wie bei Pinocchio, ja, im Bauch des Walfisches. Das sind alles so diese Erzählungen, dass jeder mal in seinem Leben erlebt, wow, hier gibt es eine böse Seite in unserer Gesellschaft, die habe ich so gar nicht gesehen. Und das ist ohne Frage Jugendamt und Familiengericht. Und das Problem ist, jeder, das nicht erlebt hat, sagt, ja, aber die schützen doch die Kinder. Die helfen doch den Kindern, ja. Und erst wenn ein Kind stirbt, ja, oder mehrere Kinder sterben, oder wie in Lückte oder Staufen so ein Pädophilie-Skandal hochkocht, dann werden die Jugendämter kritisiert. Aber auch erst ganz am Schluss, ja, in Lückte hat ja dieser Landrat noch gesagt, es sei alles ordnungsgemäß geprüft worden. Ja. Das sind die Deutschen zufrieden, ja. Also wenn eine Behörde das ordnungsgemäß geprüft hat, die Frage ist ja, nach welcher Ordnung und wer hat geprüft und wie wurde geprüft, ja. Und Moment, wie kann es sein, dass so viele Kinder pädophil missbraucht werden? Da muss einfach was falsch gelaufen sein. Ja, da kann man nicht sagen, wir haben alles ordnungsgemäß geprüft. Ja. Und das ist dann genau das, wo die Gesellschaft in diesen Extremsituationen kurz mal hinschaut. Ja, dann gibt es einen Bericht in den Zeitungen, es gibt ein Flashlight drauf, ja, der Spot richtet sich da drauf und dann geht er wieder weg. Und dann gibt es irgendeine Let's Dance Show oder was weiß ich was oder Fußball-WM. Dann ist es vorbei und keiner sieht die Strukturen, die dahinter sind. Und die sind fatal, weil so viele Ehen werden geschieden. So viele Eltern wollen die Kinder bei sich haben. Und dann gibt's die Elternteile, die, ich würde sagen, krank sind, psychisch krank, weil es ist eine psychische Krankheit, den Kindern einen Elternteil wegzunehmen. Da müssen wir hinkommen. Wir müssen das ächten und sagen, du bist psychisch krank, wenn du dich in deine Ehre verletzt fühlst und den anderen zu einem Pistolenduell herausforderst. Das ist nicht normal. So müssen wir sagen, Moment, wenn du dich hier trennst oder deinen Partner nicht trennst und du willst die Kinder nicht zu ihm lassen, das ist krank. Das ist nicht normal. Da müssen wir hin. Aber was haben wir? Wir haben Jugendämter und Familienrichter, die genauso krank sind, die dieses Spaltungsspiel, ja, du kannst es Borderline, narzisstische Persönlichkeitsstörung, wie auch immer nennen. Diese Pathologie, diese psychische Krankheit spiegelt sich bei diesen Leuten wieder. Und es ist das Fatale, was ich erlebt habe, dass da diese Menschen nicht psychisch gesund sind und sich eben nicht hinstellen und sagen, stopp, die Kinder gehören zu beiden Eltern und fertig. Ich sage jetzt nicht, alle sind so, ja. Es gibt auch bei Jugendämtern, Gerichten Leute, die gute Entscheidungen treffen, wirklich gut arbeiten. Aber das scheinen die wenigsten zu sein. Weil sonst hätten wir in Deutschland nicht 90% der Kinder, die zur Mutter gehen, bei einem Sorgerechtsstreit, obwohl ja der Vater vor Gericht kämpft und sagt, Moment, ich will das Kind öfter sehen. Und trotzdem wird es ja nicht zugelassen, ja. Also da ist die große Aufgabe, nicht nur politisch was zu ändern, sondern auch in den Köpfen. Da muss eine Gesundung auch dieser Machtelite geschehen, die da in Jugendämtern und Familiengerichten das Sagen hat. Weil du so auf diese Lösungs, auf diesen Lösungsteil schon jetzt abstellst mit dem, was du sagst, es wäre auch ganz einfach und es wäre gar nicht notwendig zu wissen, ob jetzt jemand in diesem im Jugendamt oder in Gerichten psychisch krank ist oder aus Unwissen handelt, wo auch immer das herkommt, dass die Kinder nur zur Mutter kommen. Oder nur zu einem Elternteil. Das wäre gar nicht notwendig, weil wir haben eine Lösung, die schon der EU-Rat vorgeschlagen hat. Das ist das
Wechselmodell. Es entsteht ja alles, was zur Trennung des Kindes von einem Elternteil führt, aus dem Konflikt um das Kind. Dieser Konflikt um das Kind, der, wenn man diesen Konflikt erst gar nicht wie ein kleines Feuer auf das ganze Haus übergreifen lässt, sondern in dem kleinen Feuer erstickt, dann würde sich die Frage gar nicht stellen, wer will das Kind woanders hinhaben. Die Mutter kann nur durch die Konfliktsituation es heraufbeschwören, dass der Vater das Kind nicht mehr sieht. Wenn von vornherein feststünde, von Gesetzes wegen, dass das Kind bei beiden Elternteilen aufwachsen soll, weil es das Gesündeste fürs Kind ist, dann würden diese Konflikte und diese Profiteure und finanzieller Natur oder auch psychologischer Natur, die würden gar nicht erst zum Zug kommen, weil das Gesündeste fürs Kind im Gesetz festgehalten ist. Es ist ja so, dass dieser Konflikt von der Mutter zum großen Teil angefacht wird, indem dem Gericht gesagt wird, das Kind ist belastet, ich bin belastet, wir streiten miteinander. Und auf Basis, dass es nicht gewährleistet ist, dass das Kind von Anfang an bei beiden Elternteilen aufwächst, sondern weil einfach diese Grundhaltung schon da ist, das Kind wird nur zu einem Elternteil gegeben. Also diese Doppelresidenz würde so viele Probleme lösen und den Konflikt, das ist ja nachweislich, also wenn man die Studien, die Metastudie von der Frau Sünderhauf liest, ist ja sogar nachgewiesen, dass hochkonfliktäre Eltern, so wie es ich und meine Ex-Partnerin waren, dass die gar keine andere Wahl haben, weil sie durch diese Normalität, dass das Kind bei beiden Seiten aufwächst und sich dann die Eltern, die Leben der Eltern parallel dazu entwickeln können und das Kind bei beiden Eltern ist, das heißt die Eltern auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können, auch was das Kind betrifft, dass hier die hochkonfliktären Eltern nach relativ kurzer Zeit diese Konflikte auch beilegen, statistisch gesehen, dass die Konflikte nachlassen, im Gegensatz dazu zu dieser Eskalation, die das Kind im größten Maße und auch den getrennten Elternteil im größten Maße schädigt und irgendwelche Profiteure aus dem System oder halt auch psychisch kranke Personen hier sich ausleben können. Mir ist nicht klar, wo die ganze Lobbyarbeit herkommt, dass diese Doppelresidenz, die vom Europäischen Rat schon vorgeschlagen, leider nur vorgeschlagen wurde, in einer Resolution ist das, glaube ich, dann ist es nicht verpflichtend für die Mitgliedstaaten, dass das noch nicht gekommen ist, wo doch die Fakten auf der Hand liegen, dass das Gesündeste für alle Beteiligten wäre. Weniger Aufwand in der Behörde, gesünder für die Kinder, und gesünder für die Eltern, gesünder für das ganze soziale Gefüge. Da habe ich jetzt, das ist die generelle Antwort drauf, wo ich zuerst gesagt habe, es gibt nicht immer das eine Extrem, aber ich glaube, das wäre der Schritt, der diese Situation nachhaltig und in sehr voll, stark, umfänglich verbessern würde. Ich stimme dir zu, also voll und ganz. Nur in dem Punkt, dass das alleine die Lösung wäre, kann ich dir nicht zustimmen, weil was wir sehen, was wir selber erlebt in deinem Fall, ist eine Psychologisierung des Familienrechts. Es reicht zu sagen, die Kinder weinen, der Vater schädigt sie, Punkt. Es muss nichts begründet werden, ja. Und da gibt es kein Gesetz dagegen, ja, weil das ist der sogenannte Einzelfall. Der Einzelfall ist die Psychologisierung des Familienrechts. Man erfindet eine Schädigung und dann muss ja der Staat eingreifen und muss die Kinder von einem Elternteil wegtun. Es ist aber eine reine Erfindung und Psychologie ist selbst nicht angreifbar. Das ist, weiß nicht, ob du Popper kennst, ja, mit seine Wissenschaftstheorien. Psychologie ist nicht falsifizierbar. Du kannst nicht zeigen, dass was falsch ist, weil wenn du beim Therapeuten sitzt und der Therapeut sagt irgendwie, sie haben einen linker großer Zehenfetisch und du sagst, nein, das stimmt nicht, dann denkt der Therapeut, ah,
Da ist ein großer Widerstand. Also habe ich da unbewusst was rausgeholt, was stimmt, ja. Und dann wird er darauf beharren, dass du ein linker großer Zehenfetisch hättest und du sagst, nein, das stimmt einfach nicht. Ja, und dann merkt er, aha, noch mehr Widerstand. Also liege ich wirklich richtig, ja. Und so ist die Psychologie ein in sich geschlossenes System. Mhm. Und dessen bedient sich das Jugendamt und das Familiengericht. Und es ist im Grunde, ist es als Beweis nicht haltbar, weil es nicht festgestellt werden kann, ob es die Wahrheit ist. Ich habe ja Strafanzeigen gestellt gegen den Gutachter, der bei uns tätig war. Mhm. Und da hieß es dann vom Oberstaatsanwalt sogar, hieß es dann, was, oder nur Staatsanwalt, nennt es in dem Fall nur Staatsanwalt, hieß es dann, dass ja der Gutachter sinngemäß seine Einschätzung lediglich auf Aussagen anderer Leute getroffen hat. Das heißt, ein Staatsanwalt kann gar nicht feststellen, ob ein Gutachter jetzt eine Falschaussage gemacht hat oder nicht. Ja? Man kann gar nicht sagen, ob es die Wahrheit ist, weil er macht ja eine Einschätzung aufgrund dessen, was andere sagen. Und so war es ja auch bei eurer Psychologin. Ja? Ja. Was ist da die Wahrheit, wenn ein Staatsanwalt sagt, kann ich da nicht feststellen, ja? Dann heißt es, du kannst einen Gutachter, eine Gutachterin nicht wegen uneidlicher Falschaussage belangen, ja, wegen einer falschen Tatsachenbehauptung, weil es sind ja keine Tatsachen, es sind nur Einschätzungen. Und die Gerichte aber nehmen es dann als Beweis, ja, dabei sind es nur Hypothesen. Es sind Behauptungen über das Innenleben von Personen, die du nicht beweisen kannst. Du kannst ja nicht das Gehirn sezieren und dann sagen, hier, genau da, hier ist der Beweis, dass diese Person nicht erziehungsfähig ist. Ja. Das sind alles Psychokonstrukte. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, selbst wenn du die Doppelresidenz etabliert hast als Standard, ja, dass Gerichte nach der Trennung der Eltern beim Streit sagen müssen, Doppelresidenz, fertig, Ende, dann kommt das Jugendamt und sagt, naja, aber hier beim Peter, da weinen die Kinder bei der Mutter und es ist eine Schädigung. Und dann sagt der Richter, oh, Kindeswohlgefährdung. Na, dann müssen wir jetzt einen begleitenden Umgang machen von 2 Stunden alle 2 Wochen. Dann hast du dasselbe Problem. Ich verstehe dich. Du musst da recht geben. Und ich denke, das Einzige, was hilft, ist halt ein Umdenken in der Gesellschaft, dass es nämlich psychologisch wichtig ist, für Kinder beide Eltern zu haben. Wenn wir gesunde Kinder wollen nach einer Scheidung, dann sollen sie bei beiden Eltern leben, wenn das auch möglich ist, ja, dass der Vater die Zeit dafür hat, die Mutter hat die Zeit dafür, sie wohnen nicht zu weit auseinander, wobei es gibt auch Wechselmodelle, die bei größeren Entfernungen funktionieren, kommt das Alter vom Kind an und so weiter. Also ohne das gesellschaftliche Umdenken funktioniert es nicht. Mhm. Es muss im Grunde, ich habe das Beispiel gebracht mit dem Duellieren. Ja. Das war vor nicht mal allzu langer Zeit, war das gesellschaftlich okay. Ja. Wenn jemand deine Ehre angegriffen hat, hast du ihn zum Duell herausgefordert. Wir kennen noch aus arabischen Kulturkreisen die Ehrenmorde. Ja. Gab es ja in Deutschland auch mal in früheren Zeiten. Aber es wurde einfach gesellschaftlich irgendwann geächtet, ja, weil man sich die Zivilgesellschaft weiterentwickelt hat und man gesagt hat, also diese Verhaltensweisen, die wollen wir nicht, weil die sind im Endeffekt schlecht, da sterben Menschen, ja. Die Ehre ist es nicht wert, jemand anderen zu töten, ja. Oder bei den Homosexuellen, das war 1956, hat das Bundesverfassungsgericht in Deutschland noch entschieden, das ist strafbar, Homosexualität, ja. Würde heute kein Bundesverfassungsgericht mehr entscheiden. Aber es war das gleiche Grundgesetz wie damals. Ja. Und da brauchen wir ein Umdenken. Ich kann das nachvollziehen, ja. Man hätte halt als Elternteil gerne, man hat immer wieder die Hoffnung, es gibt diesen kleinen Schalter, den man umlegt und dann sieht man die Kinder wieder. Da denke ich wahrscheinlich nicht über den Tellerrand hinaus, aber es ist sehr gut verständlich, was du sagst, dass die Gesellschaft hier eine Entscheidung treffen muss und nicht eine Gesetzesänderung hier die Situation verändern kann. Ja. Ja, wobei ja unsere Kinder sind ja die Zukunft.
Und es gibt Kinder, die dann halt auch kämpfen, ja. Also die, wenn sie merken, mein Papa hat mich nicht aufgegeben, ja, oder der ist da, vielleicht schauen die ja, wie alt sind denn deine zwei Kinder? 3 und 5 waren es damals, also Ja. jetzt 5 und 7, Ja, das ist noch ziemlich jung. Aber weißt, ja. die werden irgendwann YouTube schauen, ja. Und dann sehen die das Video und dann sagen die sich, Moment, was? Was war da los? Wir haben geweint, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Und dann hat man gesagt, wir dürfen den Papa nicht mehr sehen. Also du weißt nie, was geschieht. Und dann werden diese Kinder, ja, die in dieser Zeit groß werden, in der sie sowas erleben müssen nach einer Scheidung, die werden dann ihrerseits wieder sich eine Meinung dazu bilden und merken, was es mit ihnen macht und sich dagegen einsetzen. Ja, ich bin da halt sehr egoistisch wahrscheinlich und will für meine Situation eine Besserung haben. Und das ist aber nicht möglich. Es ist nur, diese Änderung ist nur über, vielleicht wie du sagst, über eine Generation, über eine ganze Generation hinweg möglich. Aber wenn mein Kampfgeist aufflammt, dann ist das meistens einer, der mir sagt, ich will meine eigenen Kinder wiedersehen. Das ist natürlich dort kommt die Motivation her, man muss das halt lenken, man muss das in die richtigen Kanäle reinlenken. Das ist doch kein schlechter Egoismus. Also, es ist ganz natürlich, dass der Vater seine Kinder sehen will. Es ist auch natürlich, dass die Kinder ihren Vater sehen wollen. Das ist der beste Egoismus, den es gibt. Mit deinem Video tust du ja schon viel, damit andere erfahren, was da läuft. Und vielleicht nicht so naiv wie wir zwei in die Sache stolpern, sondern vielleicht gleich am Anfang sagen, Moment, das ist eine Lüge, was Sie da erzählen. Sie können das gar nicht begründen. Hören Sie auf damit. Ich mache das nicht mit, was Sie hier abziehen. Vielleicht kommt es dann anders, ja, wenn man von Anfang an so dasteht. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich den Gedanken weiter führe, dann was ist das, was kann die Bevölkerung tun, wenn die Gesellschaft umdenkt? Eine Revolution, wie wir sie aus dem Mittelalter kennen, wir brennen das Gerichtsgebäude nieder, während alle drin sind und das Jugendamt oder die Bezirksbehörde gleich mit dazu, weil das ist dann so ein langer Prozess, wenn ich drüber nachdenke, dann muss dieser Gedanke in die Gehirne von in den Gehirnen meiner Kinder beispielsweise sich manifestieren und der Wille zur Veränderung da sein. Und diese Personen müssten ja dann auch in die Position eines Richters oder Jugendamtmitarbeiters kommen. Also dieser Prozess ist schon ein sehr langer, den man hier mit einer gesellschaftlichen Veränderung anstrebt, weil selbst, also so würde ich es einschätzen, selbst wenn in der Gesellschaft ein Umdenken stattfindet und die Leute glauben dir das, dass das so schlimm abläuft, am Gericht fällt mir dazu ein, Richter sind Richter und ihre Urteile sind unabhängig. Sie sind unabhängig in ihrer Beweiswürdigung und das ist gleichzusetzen mit, sie sind unabhängig darin, Protokolle, wo deine Kinder sagen, sie wollen dich sehen, mit in eine Entscheidung hineinfließen zu lassen. Also das würde für mich bedeuten, die Veränderung über die gesellschaftliche Einstellung, dass hier die nächsten 10, 20 Jahre es noch so weiterlaufen wird wie bisher, was eine deprimierende Vorstellung wäre. Solange die Richter, die jetzt so handeln und die Jugendamtmitarbeiter, die jetzt so handeln, dort bleiben, fühlt sich das System für mich so stark an, dass auch der gesellschaftliche Wandel hier, glaube ich, keine Änderung hervorruft, bis zu dem Zeitpunkt, dass jemand in diese Position kommt, diese Entscheidung zu treffen, der anders denkt. Siehst du das anders? Ich habe mir diese Überlegungen auch gemacht, auf gesellschaftlicher Ebene, natürlich auch in meinem eigenen Fall. Ja. Was kann ich tun, damit XYZ geschieht? Was geschieht, wenn ich dies und jenes mache? Ja? Was sind die Konsequenzen? Ich habe gemerkt, das macht gar keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich das zu überlegen, weil erstens
kannst du gar nicht wissen, was geschieht. Es ist reine Spekulation und du weißt auch nicht, wann es geschieht. Das Einzige, was du weißt, ist, was ist die Wahrheit für dich und was sind deine Werte? Und wenn du für beides einstehst und immer aussprichst, ja, oder tust, was für dich richtig ist, und dich nicht fragst, welche Konsequenzen hat es oder hat es einen Vorteil für mich oder die Kinder oder für sonst jemand, dann ist es gar keine Frage. Und ob dann irgendwas geschieht, ist sowieso nicht in deiner oder meiner Hand und wann es geschieht. Also 1956 wurdest du als Homosexueller noch einer Stromschlagtherapie unterzogen. Man hat gedacht, so könnte man homosexuell Sexualität therapieren. Ja. Heute macht ein Politiker Hirnouting oder man, das war ja vor 20 Jahren, ja, mit Guido Westerwelle und so. Heute ist Outing noch nicht mal irgendwie ein Thema mehr in Deutschland. Ja, es gibt noch irgendwelche Ewiggestrigen, die immer noch Homosexuelle blöd anmachen, ja, aber die sind doch schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja, sie werden zum Teil noch diskriminierend, so klar, ja, aber es ist nicht wie 1956. Gut, das ist jetzt eine lange Zeit her, seit 56. Ich hoffe nicht, dass es 50 Jahre dauert, ja. Ich hoffe, dass meinen Söhnen, die jetzt 6 Jahre alt sind, das Schicksal erspart bleibt, das ich erlebe als Mann. Ja, ich hoffe, dass die es als Vater dann nicht genauso erleben. Aber Grundlage meines Handelns kann nicht die Wahrscheinlichkeit von aus meiner Sicht positiven Auswirkungen meines Handelns sein, sondern ich kann nur hier und jetzt entscheiden, was ist die Wahrheit, was sind die Werte, nach denen ich mich ausrichte. Und danach lebe ich einfach, ganz egal, was dabei geschieht. Weil wenn du dann anfängst, etwas doch nicht zu machen, weil jemand anderes sagt, ah, ist vielleicht schlecht, was, der Richter könnte dann vielleicht, und das Jugendamt wird dann aber, die werden dann auf jeden Fall, ja, na gut, dann verbiegst du dich wieder, weißt, und dann hat das wieder eine Kette von Konsequenzen zur Folge, wo du dann irgendwann dastehst und denkst, also ja, ich hätte auch einfach sagen können, was ich denke, ja, und einfach tun können, was ich für richtig halte. Mhm. Ja, das erfordert viel, viel Kraft, das auch so durchzustehen. Ich meine, ich muss sagen, ich habe meine Meinung und ich halte auch an der fest, aber ich komme doch aus einem dünn besiedelteren Gebiet auch, wo es doch dann jemand schon weiß, wer du bist und wie du handelst. Und es schwierig wird, das Leben, wenn du anders denkst wie der Rest der Gesellschaft, weil der ist überzeugt davon, dass die zweite Instanz schon recht haben wird im Gericht, dass du eine Gefahr für deine Kinder bist. Und selbst wenn du Aufklärungsarbeit betreibst, wirst du aus diesen Kreisen, aus diesen sozialen Kreisen dann ausgeschlossen. Du darfst nicht mehr, das fängt an, dass du nicht mehr zum Kindergarten darfst. Das geht dorthin, dass der Kartenspielerclub sagt, du hast zu viel Kontakt mit Gericht, Jugendamt und auch Polizei gehabt. Das wäre gut, wenn du vielleicht nicht mehr kommst, so ganz in einem ruhigen Gespräch vermittelt. Das geht dann so weit, dass die Eltern von deiner neuen Partnerin, dass du merkst, wie die schwanken zwischen, soll ich diesem System glauben, wo alle dran glauben, soll ich sagen, es ist rot und nicht grün, so wie es der Peter sagt. Es ist rot, so wie es alle Gerichte und das Jugendamt und alle Leute rund um mich rundherum sagen, dass da schon was vorgefallen sein wird, dass er seine Kinder nicht mehr sieht. Die Frage ist dann nicht für mich, ob ich jetzt da zu meiner Meinung stehe, weil zu der werde ich immer stehen. Das ist meine innere Überzeugung. Ich kann gar nicht, ohne krank davon zu werden, dagegen reden. Aber dass er sich immer wieder mich frage, ist, soll ich was sagen? Soll ich so tun, als wäre alles in Ordnung und ich bin nicht betroffen und deswegen gehöre ich zur Gruppe, zur Gesellschaft, zum System und kann ein ruhiges Leben leben, ohne überall ausgeschlossen zu werden?
ohne diskreditiert zu werden, ohne die Arbeit zu verlieren? Oder stelle ich mich dagegen und widme den Rest meines Lebens, wenn ich in diesem Umfeld lebe, widme ich den Rest meines Lebens diesem Kampf und dieser Verausgabung, die nicht in absehbarer Zeit zu einem Ziel führen kann, sage ich einmal. Das ist die Frage, die sich halt spezifisch für mich, da ich nicht aus einer, nicht mehr in der Metropole Wien lebe, sondern am Land, das ist die Frage, die sich jedes Mal für mich stellt. Also ich habe Öffentlichkeitsarbeit betrieben, ich habe meinen Fall niedergeschrieben, das in so eine Geschichte hineingepackt und ein Heft veröffentlicht und habe da teilweise gutes Feedback bekommen, aber auch wieder um einen familiären Kreis herum. Was hat denn der da geschrieben? Kann der nicht seinen Mund halten? Das ist doch alles Blödsinn, das stimmt sicher, dass da was vorgefallen ist, sonst würde er seine Kinder sehen. Das ist schon eine schwierige Situation, muss ich sagen, wo ich mich doch immer wieder entscheiden muss, sage ich es laut oder behalte ich das Wissen für mich und bin ich stark und warte ich lieber auf den Moment, der eher kommt, dass meine Kinder alt genug werden, um mich wieder zu kontaktieren. Ich glaube, ich bin, was das betrifft, nicht so ein Alpha-Tierchen. Ich musste jemanden hinterherlaufen. Das merke ich auch in dieser Gruppe, in der ich bin, in dieser frauendominierten Gruppe, die da Richtung Behörden und Parteien und Politik auch etwas tun, dass ich dort gern immer dabei bin und meine Geschichte erzähle, aber ich so schwach bin oder schwach gemacht wurde, da jetzt wirklich aktiv in meinem Umfeld Leute davon zu überzeugen, weil ich die Gefahr nicht eingehen will, hier ausgeschlossen zu werden. Das reichte nicht nur im Beamtenkreis der Justiz und der Behörden, sondern das reichte bis in die engste Umgebung, bis in die engste private Umgebung, wo dieser Widerstand sich auftut. Ich würd gerne viel mehr machen. Ich würde gerne einen Weg beschreiten, der zu einem Ziel führt. Deswegen, das habe ich jetzt deswegen erklärt, weil du gesagt hast, den inneren Werten folgen und nicht einem Ziel hinterher arbeiten. Das ist das ein bisschen ein Problem für mich, weil wenn ich meine inneren Werte laut kundgebe, dann bin ich sozusagen der Ausgestoßene, wenn man es so sagen will vielleicht. Bin ich Gefahr, der Ausgestoßene zu sein. Und ich habe mich hier niedergelassen und das ist auch der Grund für viele, dass ich die gar nicht rühren. Ich bin ja eigentlich ein Mensch aus der Metropole, wo es viele Freunde haben kannst, unabhängig davon, ob du jetzt auch Feinde hast. Es gibt viele andere Menschen, die auch deine Freunde sein können, die vielleicht gar nichts voneinander wissen. Aber in so einem Umfeld, wie es hier bei mir ist, traue ich mich wetten und das weiß ich auch durch die Aussage von verschiedenen Personen. Die sind in der Situation, haben sich aber gar nicht dagegen gewehrt. Die haben das mit sich machen lassen, da ist das Kind weg und die haben sich gar nicht in einem Verfahren dagegen gestellt und schon gar nicht im privaten Bereich Aktivität gepflegt, hier das gesellschaftliche Denken zu beeinflussen. Und ich weiß auch selber, dass es ganz, 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 ganz schwer ist und die Leute deswegen davon überzeugt sind, in meinem nächsten Umfeld, weil sie meine Persönlichkeit kennengelernt haben, nicht weil sie einen Fakt präsentiert bekommen haben, sondern sie haben mich kennengelernt und haben gesagt, das ist so ein lieber Kerl. Die Schwägerin, also die gibt mir ihre Kinder, habe ich die schon mal gehabt zum Aufpassen. Dem gebe ich sogar meine eigenen Kinder, das kann nicht wahr sein, was da erzählt wird von ihm, dass die Behörde und die Gerichte ihm die Kinder wegnehmen, ungerechtfertigt. Aber da habe ich auch das Gefühl, die trennen das geistlich. Die blenden das weg, was vom Gericht kommt, von dem Thema, dass sie mir ihre Kinder geben. Da ist der liebe, freundliche Peter und da ist die andere Sphäre, wo er verurteilt wird von der öffentlichen Hand. Aber in dem Moment, wo ich ihm die Kinder gebe, glaube ich eher dieser Seite, dass er ein lieber, netter Kerl ist und das gebe ich ihm. Und verwende das gar nicht, um die Behörde oder die Justiz zu hinterfragen. Also das ist schon eine riesengroße Wand, gegen die man hier kämpft. Und ich bin immer so froh, wenn ich Personen wie dich im Internet sehe und ich sauge die Videos in mich auf und schöpft auch so viel Kraft daraus, dass sich was tut. Da gibt es Leute, die haben die Kraft und das Umfeld, hier auch was zu tun, hier auch etwas zu tun, ohne in den Brunnen gestoßen zu werden. Du, ich kann dich komplett verstehen und bei vielen der Videos, die ich mache und veröffentliche, habe ich Angst. Ich habe Angst, was passiert, ja? Wenn ich jetzt sage, der Richter lügt,
öffentlich in dem Video. Was passiert dann? Was wird er machen? Dreht das Jugendamt jetzt die nächste Schleife? Wird extrem handeln? Weil meine älteste Tochter ist diejenige, die sozusagen der Kronzeuge ist, dass das Gericht in unserem Fall gelogen hat. Wenn das Jugendamt die fremd unterbringt ins Heim, ist die Kronzeugin weggeschlossen sozusagen. Ja? Werden die es machen? Werden sie so weit gehen? Ich habe diese Angst. Die habe ich bei vielen Videos, die ich mache. Aber Angst ist nicht das Entscheidende, sondern der Mut. Ja? Du kannst in der Verhaltenstherapie Angst haben, etwas zu tun, aber du lernst immer mutiger zu sein und es trotzdem zu machen. Die Adele, die Sängerin, die, bevor die auf die Bühne geht, muss ja immer wieder, auch jetzt noch, sich übergeben. Ja? Aber sie geht auf die Bühne, weil sie liebt, was wir tut. Und ich mache meine Videos, weil ich liebe meine Kinder. Und ich bin nicht religiös, ja, nicht im Sinne von katholisch, so, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Aber wenn du dir die Bibel anschaust oder andere Mythologien, religiöse Schriften, es gibt Muster, die alle drin haben. Und in der Bibel heißt ja, am Anfang war das Wort. Und es stimmt, weil wir als Menschen konstruieren unsere Wirklichkeit über das Wort. Was du nicht aussprichst, gibt es nicht. Was du für dich selber behältst, gibt es nicht. Ja? Wenn du nicht das Wort sprichst, bist du sozusagen nicht derjenige, der deine Wirklichkeit kreiert mit anderen zusammen. Und ich habe erlebt, so ist es. Und wenn du dann die Wahrheit sprichst und dich an allgemeinen Werten orientierst, dann bist du quasi Sokrates, der für die absolute Wahrheit steht, und Jesus, wobei ich mich jetzt nicht als Jesus, mit Jesus vergleichen will, ja, das sind halt so, sag mal so, die Konzepte, die Archetypen. Sokrates steht für die absolute Wahrheit, der musste den Giftbecher trinken, ja, weil die Gesellschaft die absolute Wahrheit nicht ertragen hat. Und Jesus wurde ans Kreuz genagelt, weil er für die absolute Liebe, die absolute Vergebung steht, ja, also für Werte, die für alle gültig sind. Und wenn du in die Bibel schaust, da steht genau das drin, was du gesagt hast. Du kannst aber auch mit einem Psychotherapeuten reden, mit einem guten. Du kannst auch einen guten Roman lesen, ja, wie auch immer. Da drin werden diese Geschichten, diese Mythologien, was mit Menschen geschieht, wenn sie integer sind, ja, wenn sie sich wie Helden verhalten, wenn sie eben nicht der Herde folgen, sondern wie Hannah Arendt gesagt hat, du kannst erst ein Gewissen ausbilden, wenn du allein sein kannst. Weil wenn du in der Herde bist, läufst du mit der Herde mit. Erst wenn du mal dich aus der Herde rausnimmst und überlegst, Moment, was machen wir hier gerade? Das ist nicht gut, was wir hier machen. Dann hast du ein Gewissen. Und ich habe erlebt, ja, das war am Anfang extrem hart, was ich erlebt habe nach der Trennung. Ich habe gemerkt, je mehr ich zu mir stehe, umso mehr und umso schneller bildet sich auch ein neues Umfeld heraus. Umso eher finde ich neue Freunde, mit denen ich auch ganz locker umgehen kann, wo ich mir nicht überlegen muss, was denken die jetzt über mich. Ja? Und es ist so. Eine Scheidung ist ja im Grunde das Potenzial, in diese Hölle zu schauen. Ich meine, wenn eine Scheidung dreckig ist, ist sie dreckig. Und ich glaube nicht, dass eine Scheidung, dass da eine Person schuld ist, sondern beide haben irgendwas, ja, man hat sich gefunden. Ich rede jetzt nicht über einen One-Night-Stand, sondern Beziehungen, die mehrere Jahre gingen. Das hat einen Grund, warum die Leute zusammen waren. Und wenn dann die Hölle losbricht, sollten sie halt in die Hölle reinschauen und sagen, okay, ich habe einen teuflischen Anteil und du hast einen teuflischen Anteil. Ja, das sollte man sich ernsthaft anschauen und dann daran wachsen. Also ein Psychologe, der David Schnarch, glaube ich, heißt es, der sagt, Ehekrisen sind dazu da, damit wir bessere Menschen werden, weil wir erkennen unsere schlechten Seiten daran. Unser Partner und unsere Partnerin wird uns darauf aufmerksam machen, so oder so. Aber diese Prozesse,
dürfen nicht der Grund sein, dass man die Kinder wegnimmt und den Kindern die Eltern wegnimmt. Weil für Kinder ist doch so eine Trennung die Chance, ja, weil es bricht etwas auf, was den Eltern vielleicht nicht klar ist zu dem Zeitpunkt. Aber die Kinder denken, warum haben sich meine Eltern getrennt? Irgendwas stimmt doch da nicht. Das heißt, die Kinder können später leichter anfangen, danach zu schauen, zu verstehen, was ist da in Anführungsstrichen falsch gelaufen, weil auf einer bestimmten Ebene gibt es keine Fehler, keine Opfer und Täter, sondern das ist eine Dynamik. Und das wird unterbrochen durch das Vorgehen von Jugendämtern und Gerichten. Das heißt, diese Heilungsprozesse, die unbedingt notwendig sind nach zerbrochenen Partnerschaften, also ernsthaften Partnerschaften, die werden durch Machtstrukturen und durch Machtspiele im Grunde eingefroren. Ja? Die Kinder sind dann bei einem Elternteil und der andere, es gibt Gewinner und Verlierer. Das sind Machtspiele. Das hat nichts mit Liebe, nichts mit Wachstum zu tun, nichts mit aus Fehlern lernen, nichts mit Schuld anerkennen und so weiter. Und Schuld meine ich jetzt nicht im religiösen Sinn, sondern der Raphael Bonelli, der in Wien sitzt, der Psychotherapeut, hat ein Buch geschrieben, Selber Schuld. Und er sagt, es ist wichtig, die Schuld anzuerkennen, die man selber trägt, ja, die Verantwortung. Und ich glaube, jetzt habe ich viel gesprochen. Das ist so das für mich das große Bild. Und wenn du in dieser Situation dich hinstellst und sagst, das ist die Wahrheit für mich, das sind meine Werte, und du äußerst die, dann war am Anfang das Wort und daraus erst kann was entstehen. Und es ist hart, du wirst angegriffen, aber ja, der Ricky Gervais, der da bei den Golden Globes jetzt auch kürzlich wieder so eine ziemlich bissige Ansprache am Anfang gehalten hat, der sagt, du musst polarisieren. Wenn du nicht polarisierst, hast du keine Meinung. Du wirst immer polarisieren, wenn du eine Meinung hast. Es werden sich immer Menschen von dir abwenden und andere Menschen dir zuwenden. Das ist einfach so. Jetzt musst du noch was sagen, damit das Video nicht mit einem Monolog von mir endet. Ich glaube, wir reden jetzt schon ein Weilchen, oder? Ja. Ah ja, 1,5 Stunden. Ich verstumme hier an dieser Stelle auch deshalb, weil ich nicht aus meinem Erfahrungsschatz jetzt da etwas erzählen könnte, den ich zu dem Video mitbringe, weil dort auch mein gedanklicher Fahrt endet, was das Ganze betrifft. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, und ich weiß nicht, wie sich das auf mich auswirken wird zukünftig, wenn ich das so verdränge, wenn ich nicht aktiver das anderen Leuten erzähle. Das schlummert sicher noch in mir drinnen. Ich kann das aus dem Unterbewussten jetzt da vielleicht gar nicht weiter formulieren, als wie ich es schon gesagt habe. Es ist schon eine... Ich bräuchte halt sowas wie ein Ziel, dass ich da wirklich aktiv auch was tun kann. Diese Repression ist so stark, dass es schwierig ist, hier einen Pfad zu begehen, und diese Demotivation spiegelt sich auch in meinen Gedanken wider. Also meine Gedanken enden hier und ich habe sozusagen akzeptiert. Ich bin halt dann nicht so stark wie du und kann Videos dazu machen. Ich habe es probiert, ich habe ein kleines Heftchen geschrieben zu meiner Situation, aber auch eigentlich für mich und meine Kinder, damit ich nicht vergesse, was da passiert ist und das dann erzählen kann, wenn es soweit ist, wenn die Kinder selber entscheiden können und mich wieder sehen. Aber ich würde gern, wenn jemand einen Weg findet, ein Ziel zu verfolgen, dann würde ich mir da viel leichter tun, das auch zu verfolgen. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, hier so einen Cut zu machen und probieren weiterzuleben. Aber ich sehe halt auch die Personen, mit denen ich immer wieder mitgehe, die kämpfen und kämpfen, wie bei denen sich in keiner anderen Perspektive in ihrem Leben etwas so richtig entwickelt. Wir stehen einfach dort an. Da gibt es viele Sackgassen, die man begehen kann. Es gibt den Weg am Gericht, den Weg zum Amt, den Weg zu den Medien.
den Weg zum persönlichen Umfeld. Aber wenn sich das alles als Sackgasse herausstellt, ja, dann hat das System gewonnen, glaube ich. Ja, viele es Menschen ist schwer. Haben nicht so ein tief diese Motivation aus diesem Gedankengang, den du formuliert hast, dass man sprechen muss drüber, dass sich etwas verändern kann. Ich glaube, dass dieser, für mich zumindest, ist dieser Schritt scheinbar doch ein größerer, weil irgendwann die Leute auch nichts mehr, die nicht davon betroffen sind, nichts mehr davon hören wollen. Die sagen dann, also meine Partnerin sagt zu mir, Peter, ich will eigentlich das Thema nicht mehr, aber aus zwei Gründen, weil es endlich ist das Thema, es ist mit einem gewissen Fortschritt bei Gericht, bei Behörden, bei Medien abgeschlossen, es geht dort nicht weiter, es gibt im Moment nichts dort weiter zu erkunden, zu erwirken und auch, weil ich merke, dass das Weiterkommen von dir persönlich, Peter, nicht möglich ist. Du steckst fest, wenn du mit diesem Thema dich beschäftigst, in einer Situation, die dich immer weiter nach unten bringt als nach oben und auch eine Gefahr für unsere Beziehung darstellt, dass unsere Beziehung aus dem Thema auseinanderbricht, das will ich natürlich dann auch nicht. Ich aus diesen Themen heraus, aus diesen Gründen heraus, ist es bei mir halt so, dass ich weniger drüber rede du. Aber das muss ja nicht heißen, dass es notwendig ist, dass ich das mache. Vielleicht reicht es, wenn ich mit dir rede und wenn ich andere Leute unterstütze. Vielleicht ist es gar nicht notwendig, dass ich den führenden Anführer oder den Anführer einer Gruppe mache oder einer Gesinnung in der Gesellschaft. Ich hoffe. Ja, du, ich eigne mich sehr schlecht als Anführer. Ich habe gemerkt, für mich ist es kein Problem zu polarisieren. Für mich ist es kein Problem, etwas zu sagen, wo andere sagen, oh Gott, wie kann er das jetzt gerade nur sagen? Das ist jetzt hier, vielleicht hat er ja recht, aber das ist ja völlig falsch im Moment, ja. Nee, das sprudelt dann aus mir raus und fertig. Und dann gibt es halt Leute, die mich dann hassen, Leute, die mich dafür mögen. Es gibt dann immer wenige Leute, die sich differenziert anschauen, ja. Das ist immer interessant. Aber das ist dann halt so. Und so wie du es auch schilderst, jeder hat ja eine andere Herangehensweise, hat mit seiner Persönlichkeit, trägt etwas anderes bei. Und was du beschrieben hast, muss da wirklich aufpassen, dass man nicht in eine Verbitterungsstörung reinkommt. Die beschreibt der Raphael Bonelli auch in seinem Buch Selber Schuld. Mhm. Weil dann lamentierst du nur noch, dann bist du nur noch dabei zu sagen, alles schlecht, bringt nichts mehr, warum soll ich noch arbeiten, warum soll ich nicht dies und jenes machen? Und wenn man, so wie es dir geht und wie man es auch mit mir versucht hat, ja, jemanden entfremdet, ihm das Herz bei lebendigem Leibe rausreißt, weil man ihm die Kinder nimmt, ihn so tief traumatisiert, dann ist es noch erst recht deine Pflicht zu schauen, dass es dir gut geht. Und dann, dass wann immer deine Kinder den Kontakt zu dir suchen, du ein gutes Leben hast und dich nicht hast beugen lassen, unterkriegen lassen und kaputt machen lassen. Das ist extrem wichtig. Was ich erlebe auf Facebook ist, dass manche Leute verwechseln so mein Online-Leben, ja in Anführungsstrichen, mit meinem realen Leben. Ja, die denken, ja, wenn der hier jede Woche ein Video zum Wechselmodell bringt, ja, oder jeden Tag, dass der dann mit seinen Kindern nur noch über das Wechselmodell redet. Das ist natürlich Schwachsinn. Ja. Also das, was ich da online mache, ist halt, ich thematisiere das Thema von verschiedenen Blickpunkten, rede mit anderen darüber, aber ich habe nicht den ganzen Tag immer nur das Wechselmodell im Kopf. Ja. Ich mache auch Dinge, die sind ganz profan. Ich koche gern, ich spiele Gitarre, ich meditiere, ich mache Yoga, ich treffe mich mit Freunden. Wir hatten eine tolle Silvester, nicht Party, aber ein tolles Silvesterabend mit Freunden zusammen. Ich besuche Menschen, ich arbeite, ich habe einen tollen Beruf, der mir Spaß macht, ganz tolle Leute, mit denen ich in dem Beruf zu tun habe. Ja. Da muss man echt drauf aufpassen, dass man selber ein gutes Leben hat, nicht verbittert und eben diese Balance hält, ja, zwischen Arbeitsleben, Privatleben, öffentlichem Leben, dass man da schaut, dass es alles immer in Balance ist und man nicht in ein Extrem verfällt.
Weil sonst wird man ja vielleicht wie so Jugendamtsmitarbeiterin oder Richter, ja, die die Balance vielleicht schon längst verloren haben und in ihrem System denken, sie sind in der Mitte, aber die sind weit weg von dem, was die menschliche Mitte ist. Sehr gut, vielen Dank für die Tipps. Sind nicht Tipps, sind einfach nur eigene Erfahrungen. Aber wenn es irgendwie jemand hilft, das, was du gesagt hast, hat mir auch sehr geholfen. Danke ich dir sehr dafür. Ja, Peter, vielen Dank, dass du dich geöffnet hast, das hier erzählt hast, mit deinem Gesicht, mit deiner Stimme, mit deiner Geschichte. Das ist sehr wichtig. Wir haben ja trotzdem noch die Hoffnung, dass wir irgendwas bewegen können, ja. Auch wenn das System so eingefahren zu sein scheint, wer weiß, am Anfang ist das Wort oder war das Wort. Das hast du heute gesprochen und dafür danke ich dir sehr herzlich. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und ich wünsche dir alles Gute, Gesundheit und dass wir wirklich was bewegen können in unserer Arbeit. Danke, gleichfalls. Tschüss, Peter. Tschüss.